Frau Machladowa verbrachte die vergangenen Wochen im Haus von Herrn Bachel und kümmerte sich vorbildlich um ihren Patienten. Jedoch fällt ihr die neue Lebenssituation weit weg von zu Hause schwer und sie hat immer mehr Heimweh. Aus diesem Grund hat sie Frau Kagermeier kontaktiert und ihre Unzufriedenheit geäußert. Frau Kagermeier hat daraufhin ein Gespräch zwischen Herrn Bachel und Frau Machladowa organisiert, damit die Beschwerden geäußert werden können und eine Lösung gefunden wird. Während des Gesprächs stellt sich heraus, dass sich auch Herr Bachel manchmal unverstanden fühlt. Er würde sich wünschen, dass Frau Machladowa öfter nachfragt, wenn sie etwas nicht genau verstanden hat. Guten Tag, Frau Machladowa, guten Tag, Herr Bachel. Schön, dass Sie sich heute Zeit nehmen konnten. Herr Bachel, wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, geht es heute um ein klärendes Gespräch zwischen Ihnen und Frau Machladowa. Nachdem ich letzte Woche einen Anruf von Frau Machladowa bekommen habe, bin ich froh, dass Sie sich Zeit nehmen konnten. Frau Machladowa, können Sie bitte schildern, warum Sie so bedrückt sind? Wissen Sie, ich habe große Probleme, mich einzuleben, da ich Heimweh habe. Momentan möchte ich einfach nur noch nach Hause. Obwohl ich mir große Mühe gebe, kann ich mich einfach nicht einleben. Es kommt mir vor, als würden Sie mich immerzu kontrollieren. Vertrauen Sie mir doch ein bisschen. Liebe Frau Machladowa, es tut mir leid, dass Sie Ihre Familie in Tschechien vermissen. Leider ist mir nicht aufgefallen, wie bedrückt Sie sind. Warum haben Sie denn nichts gesagt? Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Frau Machladowa, vielleicht können Sie Ihre Bedenken konkretisieren, damit wir eine Lösung finden können. Nun, da ich manchmal nicht alles verstehe, kommt es immer wieder zu Missverständnissen. Es kommt vor, dass ich nicht weiß, wie ich etwas sagen soll. Und Herr Bachel versteht mich nicht und wird dann schnell laut. Und abends fühle ich mich oft einsam. Sie dürfen es nicht persönlich nehmen, wenn ich laut werde. Das liegt zum einen an meiner Hörschwäche und zum anderen an meinem Temperament. Ich bin wirklich sehr froh um Ihre Hilfe, Frau Machladowa. Obwohl mein Sohn und seine Frau sich alle Mühe geben, für mich zu sorgen, benötige ich Ihre Unterstützung. Vielleicht benötigen Sie einfach ein wenig mehr Zeit, bis Sie aneinander gewöhnen. Geben Sie sich Zeit. Mir macht die Arbeit ja auch Spaß, doch die fremde Sprache und mein zurückhaltendes Wesen bereiten mir Schwierigkeiten. Es fällt mir schwer, neue Leute kennenzulernen und somit bleiben nur die Gespräche mit Herrn Bachel. Diese sind jedoch öfter kurz und knapp. Als erstes sollten wir einen Internetzugang bestellen. Dann können Sie Ihre Familie immer erreichen. Vielleicht ist das ein erster Schritt gegen Ihr Heimweh. Was meinen Sie? Das wäre schön. Herr Bachel, Sie sagten am Telefon, Sie hätten auch noch etwas zu besprechen. Es wäre mir wichtig, Frau Machladowa, wenn Sie mehr nachfragen würden. Ich habe das Gefühl, Sie verstehen nicht immer alles. Sie antworten häufig mit Ja oder Nein und wünschen selten eine Erklärung. Da denke ich, Sie wollen nicht mit mir reden. Ich hätte einen Vorschlag für Sie beide. Aus der Pflege kennen Sie sicherlich den Biografiebericht. Sie können beide einen schreiben und ihn gegenseitig vorlesen. So erfahren Sie mehr übereinander. Und vielleicht haben Sie so ja sogar ähnliche Interessen. Was halten Sie davon? Das hört sich nach einer guten Idee an. Finde ich auch. Auf einen erfolgreichen Neuanfang. Danke, Frau Kagermeier. Ja, danke. Bitte.